Herzlich willkommen im Jahre 2020. Ich begrüße euch total und recht herzlich. Ein Übrigbleibsel aus dem Jahre 2019 von zwei lieb netten Damen, die vorbeigekommen, Maja und Anita. Nee, ja, super. Es war schön, euch am Silvester gesehen zu haben, mit euch geistig Silvester gefeiert zu haben. Am Abend war natürlich auch Erdogan Atalay an seinem Fernseher. Und was hat er gesehen? Nitro. Und was hat er gesehen? Eine Folge von Alarm für Cobra 11. Yeah. Und wir tragen immer noch Cobra 11. An sich hätte ich das ausziehen müssen, jetzt hier rumlaufen. Ach, herrlich. Ich begrüße euch total und recht herzlich. Wisst ihr überhaupt, dass wir einen Tag länger haben? Wir haben einen Tag länger im Jahre 2020. Wir haben nämlich ein Schaltjahr. Auf Silvester war das Wetter ja gruselig, am frühen Morgen schon dunkel und so weiter. Es war nieselig. Ja, so richtig Spaß hat es nicht gemacht. Ist halt so. Und meine Uhr drehte auch am Rad. Ich habe nämlich Atomuhren, die halt ferngesteuert werden und dann rauschen die da. Und dann hat man da so eine merkwürdige Uhrzeit. Ne? Während ich diese Aufnahme hier mache, habe ich in Wirklichkeit 7:45, was natürlich nicht stimmt, aber egal. Wir haben knapp Punkt 10 Uhr. Ja, Punkt 10 Uhr im neuen Jahr 2020, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Wetter ist gruselig. Ich weiß nicht, ob es für euch gruselig ist, aber ist halt so. Ja, ich sitze hier in meinem Shop, weil ich am Umräumen bin. Ich muss neu starten, ich muss alles neu machen. Ist halt so, ne, man muss ja, man muss halt, ne, die Kasse neu machen, alles neu für die Finanzberatung muss man alles machen. Man hat ja zwei glorreiche Tage jetzt, Donnerstag, Freitag, vielleicht mache ich auch Wochenende auf, ich weiß es nicht, ist halt so. Ich warte immer auf meine Kunden, die sich da anmelden per Telefon oder, ne, ich fand es super toll. Auf eine Art war ich ein bisschen geschockt, wie ich gelesen habe, dass der Vettel über Neujahr verstorben, beziehungsweise über Silvester verstorben und oder zu Silvester. Okay, er war schwer krank, aber trotzdem ein super langer Schauspieler, den man super lange erlebt hat. Nicht nur bei der Hafenkante, sondern auch bei anderen. Ne, er hat ja da einige Sachen, er war im Urgestein, er hat also gut gedreht. Man hat ihm gerne zugesehen und wenn die so gehen, in Wirklichkeit bin ich natürlich geschockt, weil ich genauso alt bin. Ja, ich habe also gerade noch telefoniert mit einigen und wir haben alle unser Alter, ne? Wie lange wir noch machen, weiß ich nicht. Aber jedenfalls drehe ich jetzt nicht am Rad. Ich freue mich halt, dass ich einen Tag länger habe. Einen Tag länger habe ich. Ja. Hallöchen. Morgen. Morgen.